Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ja, wollte ich das eigentlich schon alles im Oktober hochgeladen haben. Aber ja, wie es nun mal so ist, ja, entweder keine Zeit oder beziehungsweise war es in meinem Fall so, ich lag auch eine Woche krank. Ich hatte, ja, den Nerv im Rücken eingeklemmt und ja, war erstmal eine Woche außer Gefecht. Also ich wusste nicht, wie ich sitzen sollte, liegen sollte und ja, wurde halt die ganze Zeit nur mit Schmerzmittel zugedröhnt und aber egal. ja, falls ihr euch auch wundert, warum ich nochmal so ein, ja, eine Qua ein, also quasi eine Horror-Hommage als ja, Vorspann genommen habe. Das hatte ich alles schon irgendwie vorproduziert, nenne ich das jetzt mal. Und ja, ich wollte das irgendwie halt nicht so untergehen lassen. Und ja, deswegen nehme ich das in diesem Video noch mit rein. Und ich glaube, ich habe noch einen Vorspann. Den nehme ich dann eventuell für das nächste Video. Und ja, wie gesagt, ich wollte das einfach nicht untergehen lassen und jetzt aufbewahren fürs nächste Jahr oder so, wollte ich auch nicht. Von daher scheißegal. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, auch wenn ja, der Halloween-Monat vorbei ist. Aber egal, ich zeige euch jetzt in diesem Video auf jeden Fall ein kleines Update und ja, gleichzeitig noch ein kleines Unpacking-Video. Und ja, von daher, lass mal anfangen. Und zwar habe ich. Es gibt bei Facebook so diverse Netzwerkgruppen, ne? Je nachdem, wo man wohnt. Ne? In meinem Fall ist es halt Netzwerk Düsseldorf. Und da hat jemand DVDs verschenkt. Und ja, da war ich, das habe ich zum Glück rechtzeitig gesehen und ja, habe mich da halt angemeldet und habe gesagt, hallo, ich würde das gerne haben wollen. Und ja, das war halt so ein David Lynch-Paket. Und ja, ich fange einfach mal mit dieser Serie Twin Peaks. Oh, das ist jetzt doof mit dem Licht. Aber ich denke, so geht's. Mit der Twin Peaks Serie an. Hier in der Erstauflage in einer Art Digipack. Das Einzige, was hier fehlt, habe ich gesehen. Es gibt hier einen durchsichtigen Schuber, wo halt dieses Porträt von der. Von der Laura, also hier von, also es ist ja jetzt kein Spoiler, von der Leiche hier, also da wird sie, das war irgendwie so, was war das, Abschlussball oder was? Der fehlt hier leider. Ja, ist halt auch an den Ecken und so, so ein bisschen abgegrabbelt. Die DVDs waren auch nicht so der beste Zustand. Aber ich konnte sie noch. Was heißt retten? Also, ich habe halt, ne, so ist das ganze Ding aufgeklappt, also richtig groß. Ich bin da halt ein bisschen mit, ja, ein bisschen mit Wasser und einem Mikrofasertuch drüber gegangen, dann ging das auch schon wieder. Ich meine, die Kratzer sind jetzt nicht ganz weg, aber für lau und mal so zum Reingucken. Ist das schon okay, auf jeden Fall, ne? Ja, die erste Staffel habe ich schon durch. Ich bin jetzt bei, verrate ich jetzt gerade selber. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel, die auch mit dabei ist. Und ja, ich bin jetzt nicht so mega gehypt. Also die Serie ist auf jeden Fall gut, das auf jeden Fall. Aber teilweise verhalten sich hier die Leute etwas seltsam. Ich weiß nicht, ob das irgendwie David Lynch typisch ist, aber teilweise schon sehr starkes Overacting und ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin echt gespannt, wer hier der Mörder ist und ob das auch aufgeklärt wird. Und ja, von daher Staffel 1 und wie ich eben schon gesagt habe, also die Frau, die das angeboten hat, hatte auch hier. Staffel 2 oder Season 2, Teil 1 von 2,
so ein Schwachsinn. Naja, egal. wie man hier schon sieht, ist, macht hier Kyle MacLachlan mit. Und er spielt echt grandios. Also, das ist echt ein Highlight, dem hier zuzugucken. Und das macht auf jeden Fall echt richtig fett Spaß. So, wie gesagt, das sind ja auch alles schön die Erstauflagen. Und die ist hier auf jeden Fall auch in einem besseren Zustand. Und ja, hier, die fehlt jetzt, die ist jetzt gerade im Player. Und ja, so sieht das aufgeklappt aus. Nicht ganz so riesig wie die erste Staffel. Liegt auch daran wahrscheinlich, weil sie gesplittet ist. Ne, das sind hier echt wirklich alte Auflagen hier mit einem ganz kleinen FSK-Logo auf der Rückseite. Und ja, ich hatte irgendwie, das war echt Zufall, weil es läuft ja auf Sky Atlantic oder so, läuft ja auch gerade Twin Peaks irgendwie die, ich weiß, heißt es jetzt Staffel 3 oder ist das Twin Peaks 2017? Ich habe keine Ahnung, ich bin da noch nicht so ganz drin. Und ja, da bin ich auf jeden Fall, also wo ich das halt gehört habe, also ich wusste, dass es die Serie gibt, ne, und jetzt halt die 2017er Auflage, und da war ich halt echt immer interessiert, und ja, dann habe ich halt geguckt, so, was kostet diese Blu-ray-Gesamtbox, und ja, und dann kam mir halt dieses Angebot irgendwie genau gerade richtig in den Kram, und es gibt ja auch noch Twin Peaks, der Film, Fire Walk With Me oder so. den habe ich zufälligerweise auf Sky aufgenommen. Der lief da nämlich. Und von daher kann ich mir schön die ganzen Staffeln reinziehen und den Film und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und natürlich darf auch nicht fehlen Season 2 Teil 2. Und ja. Was hier kann ich noch gar nichts zu sagen, weil ich halt noch nicht so weit bin. Ups. Und diese Discs hier sind tadellos. Ich glaube, die waren überhaupt nicht im Player. Und ja, ist auch noch hier in einem auf jeden Fall guten Zustand. Was ich auch ganz gut finde, dadurch, dass das ja alles Pappe ist, die stinken nicht. Also ich finde das immer so ein bisschen wichtig, ne, dass das nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Keller oder nach Zigaretten oder so stinkt. Und ja, wie gesagt, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es zu Ende geht. Und ja, zu dem David Lynch-Paket gesellt sich noch Wild at Heart mit Nicolas Cage und Laura Dern. Die Laura Dern macht auch, glaube ich, in der Twin Peaks-Serie mit. Und ja, kenne ich auch nicht. Ist mir auch unbekannt. Ja, ist hier ab 16 freigegeben. Wie gesagt, ich kann hier auch gar nichts zu sagen oder worum es geht. Ich habe mir das jetzt auch hinten gar nicht durchgelesen, weil ich, wie gesagt, auch erstmal die Serie hinter mich bringen will. Und als zweites hätten wir hier Mulholland Drive. Straße der Finsternis, und ja, der soll ja auch ein bisschen ziemlich abgedreht sein, und ja, mal schauen. Wer macht denn hier alles mit? Darsteller. Ja, außer Naomi Watts und Ann Miller sagt mir hier jetzt gar nichts, aber ist ja auch egal, Hauptsache man wird gut unterhalten. Hier ist sogar noch so ein kleines Zettelchen drin. Hier so eine alte Concorde Home Edition. Ja, wie gesagt, für lau ist das auf jeden Fall erträglich, sage ich mal. so, dann kommen wir zu ja, einmal einem kleinen Mediamarkt Steelbook. Nee, gar nicht wahr. Amazon war das, glaube ich. Das 3D-Steelbook von Wonder Woman. Ja, ich möchte halt gerne die 3D-Version von dem Film haben, erstmal, weil ich halt hier zu Hause 3D gucken kann.
Und mir dieses Steelbook auch besser gefällt als das von Mediamarkt. Das hatte ich vor ein paar Tagen in der Hand, bevor ich das hier bekommen habe, und habe halt so durch die Folie gesehen. Ich denke mal nicht, dass es unbedingt an der Klarsichtfolie liegt, dass der Druck irgendwie nicht ganz so scharf war. Und ja, deswegen war das halt auch ein Kaufargument, warum ich das hier genommen habe. Und was ich auch ganz toll finde, das hier hat eine Rahmenprägung und das Wonder Woman-Zeichen ist geprägt. Ich war hier auch im Kino gewesen und war total begeistert. Der Typ, der hier mitmacht. Eine Sekunde, ich hab's ja mit Namen. Chris Pine, genau. Der Typ, der ja auch in den Star Trek Remakes oder in den neuen Star Trek Teilen, wie auch immer, mitspielt. Mit dem tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich habe echt gedacht, der würde mich hier in dem Film nerven, aber es war nicht so. Ganz im Gegenteil, der war sogar sympathisch irgendwie. Und wie gesagt, auf jeden Fall geiles Actionfeuerwerk und hat hier auch eine stattliche Laufzeit von 141 Minuten. Und ich wurde auf jeden Fall von vorne bis hinten richtig gut bedient von der guten Wonder Woman, wenn man so will. Und ja, hat mir auf jeden Fall super gefallen. Ich freue mich jetzt umso mehr auf Justice League. Der soll ja nicht ganz so lange gehen, habe ich gelesen. Aber mir egal, mir gefallen auch wenn mich dafür jetzt welche schlagen möchten, mir gefallen die DC-Filme bis jetzt durchgehend gut, muss ich sagen. Wobei es ja bei den Marvel-Dingern mehr, also da sind natürlich mehrere Filme vertreten bis jetzt, aber da sind auch viele, die schwächeln, finde ich. Und ja, von daher habe ich hier erstmal mehr Sympathien für. Und ja, deswegen in so einer schönen Edition und ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Amazon Steelbook und zwar habe ich mir auch dieses die Mumie Steelbook geholt. Ja, auch damit man auch schön im Regal erkennen kann, was es geht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also das ist echt eine Schande. Den habe ich noch nicht gesehen. Irgendwie konnten wir uns da noch nicht zu wie sagt man, dazu überreden, irgendwie, man hört so viel Schlechtes irgendwie dann so, ach scheiße, jetzt hat man den auch hier und ja, aber der wird bald mal auf jeden Fall angeguckt. Genau, wo ich das hier gerade so im Licht so selber sehe, leider hat das Steelbook auch ein paar Macken mitgekriegt. Einmal hier oben, ich hoffe, das kann man gut erkennen, hier. Und es war, glaube ich, und hier unten. Wo ist das Licht? Da unten, wo die Schrift ist. Und ja, ist mir leider zu spät aufgefallen. Ich glaube, irgendwie vorgestern oder so, wo ich die Sachen rausgesucht habe hier für das Video. Und ja, es war halt leider auch nur in einer Papphülle drin. Und ja, das war auch, also das lasse ich hier noch durchgehen, ne? Weil der ist auch, glaube ich, im Preis gefallen, wo wir das bestellt hatten, meine ich. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Man sieht es auch nicht auf den ersten Blick, aber das nächste Mal geht das auf jeden Fall zurück. Und ich bin eigentlich nicht so der Beschwerdetyp, aber keine Ahnung, früher wurde das halt, ne, einmal mit Pappe umwickelt und da drumherum war nochmal eine Pappe. Ja, da ist irgendwie nie was passiert und jetzt hauen die das einfach nur in so eine ungepolsterte Papphülle. Finde ich nicht in Ordnung. Gerade als, ja, gerade als Prime-Kunde irgendwie, ja, der auch noch, ich weiß nicht, was kostet jetzt 60 € im Jahr oder so. Ich meine, die kriegen genug Geld in den Arsch geblasen, so gesehen, und da können sie auch ruhig mal recycelte Pappe irgendwie mehr benutzen. Das ist meine Meinung. So, dann noch ein kleines Rebuy-Update. Und zwar
Ja, hatte ich dort auch schon den ersten Teil im Steelbook dort gekauft für, ich glaube, 14 € oder so. Und ja, der hier war nicht wesentlich teurer. Attack on Titan 2, End of the World. Und ja, wie gesagt, passend zum ersten Teil. Entschuldigung. Mal kurz was trinken. Passend zum ersten Teil natürlich. Ja, der gleiche Look, der gleiche Stil. Das gleiche Stil, ja. Bin ich auch mega gespannt, leider noch nicht gesehen. Und ja, was ich auch cool fand, ja, das Poster ist noch drin und das, also das Teil war eigentlich so gut wie neu. Dieses Backpaper klebte hier noch dran und hier, und das kam auch ungeschützt hier an, sage ich mal. Und ja, von Revi bin ich in dem Falle mehr begeistert als von Amazon. Also hier ist kein Kratzer. Hier müsste ich oben, ach nee, das ist so. Ich wollte gerade sagen, hier oben müsste ich noch ein bisschen sauber machen, aber das ist der Staub, der hier drauf gedruckt worden ist. Ja, keine Kratzer, keine Dellen, gar nichts. Also hier mal Hut ab für Revi, und das Ding kam auch nur in einem stinknormalen Luftpolster Umschlag. Und ja, top, bin ja auf jeden Fall hier schon mal gespannt. Und ja, hier habe ich mal eine Frage an euch, ob die Sache dann hiermit jetzt auch abgeschlossen ist. Ich meine, End of the World ist eigentlich, ne, schon eindeutig, aber ja, war es das jetzt quasi hiermit, oder ist das irgendwie Ende offen, oder? Vielleicht könnt ihr mir das mal unten in die Kommentare schreiben, aber wenn es geht, ohne Spoiler. Das wäre super. So. Sorry. So. Dann kommen wir zu einem kleinen Unpacking. Und zwar habe ich. Ja, der gute Stone Cold 79 hat mich angeschrieben. Und meinte so, hier, guck mal drüber, ich habe da was zu verkaufen, willst da nicht was von haben? Und dann habe ich so rüber geguckt und so, ja, das und das und das hätte ich gerne. Und dann hat er dann gesagt, I'm gonna make him an offer he can't refuse. und ja, da konnte ich dann nicht nein sagen. Und ja, das hatte er mir dann. Was ich ja ganz, ganz cool fand, er meinte dann, ich verschicke das dann als Büchersendung. Das ist dann auch irgendwie vom Versand wohl her irgendwie günstiger. Und kommt dann auf jeden Fall natürlich bei dir an. Was ich dann irgendwie auch nicht wusste, weil ich hatte dann irgendwie ein paar Tage später irgendwie nachgefragt, ich so, hör mal, ist noch nicht da, hattest du das schon irgendwie weggeschickt? Also ja, seit dem und dem Tag. Büchersendungen dauern wohl irgendwie länger, weil die wohl keine höhere, nicht diese hohe Priorität haben wie, keine Ahnung, ein Päckchen oder so. Dann hatte ich dann fast 8 Tage irgendwie drauf gewartet, was nicht schlimm ist, soll jetzt kein Vorwurf sein, um Himmels Willen. Ach, das nochmal einzeln verpackt, ist ja auch cool. Ja, wie gesagt, das war mir irgendwie überhaupt nicht bewusst, dass Büchersendungen, ja. Ne? Ist egal, kann erstmal warten. Erstmal alles andere. Es war mir auch neu. So. Die zwei Dinger waren auch nochmal in dem Umschlag drin. Und ich mache jetzt einfach. Ich mache mal das hier als erstes auf. Auf jeden Fall schön verpackt. Das freut mich. Ja, auch noch OVP sogar, das ist ja geil. Das wusste ich ja gar nicht, das sah irgendwie gar nicht so aus auf den Bildern, aber egal. Und zwar habe ich mir hier, ist doch auch John Woo, ne? Das dürft ihr mich nicht schlagen. Hier steht natürlich nichts. Aber ich sag mal. Also das ist auf jeden Fall John Woo the Killer, und Bullet in the Head ist bestimmt auch John Woo, oder?
Und zwar, ja, die kenne ich halt noch nicht. Und ich hatte die irgendwie, ja, irgendwie kam ich nie dazu, die zu kaufen. Aber die alten, etwas älteren 90er-Asiaten-Filme, die interessieren mich wie Sau. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich hier die alten Laser Paradise-Sachen habe, hier aus der Eastern Edition unter anderem. Und ich weiß, die gibt es jetzt teilweise auch im Mediabook, aber das sind leider Bootlegs und ich muss die auch nicht zwingend im Mediabook haben. Ich finde das hier irgendwie halt passender, keine Ahnung. ja, ob Laser Paradise hier damals auch die Rechte irgendwie hatte, weiß ich nicht. Aber das ist für mich immer noch legaler als die Mediabooks. Auch wenn die da teilweise auf der Börse für 10 Euro verramscht werden, möchte ich nicht unbedingt unterstützen. Wie gesagt, die gibt es auch so und das geht vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir hier noch einmal... American Eagle, den habe ich mir ausgesucht, weil der mich irgendwie interessiert hat, weil es nach einem super B-Action-Film aussieht. Und ja, keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber ist auf jeden Fall interessant. Was ich jetzt nur gerade irgendwie seltsam finde, hier steht irgendwie American Force Double Feature und hier steht American Eagle. Das heißt, hier ist noch ein Bonusfilm drauf oder Bonusmaterial, Bonusfilm. Okay. Weil das hier halt, ne, ein bisschen anders aussieht. Ich meine, die haben hier beide dieselbe Stellung, aber naja, bin ich mal gespannt. Hier ist auch kein ACR. Ich habe auch keinen Plan, was das für eine Firma sein soll. Und ja, eine Altersfreigabe steht hier nicht. Keine Ahnung, ob der. Vielleicht ist das ja ein richtig harter Film auch. Mal gucken, keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich mag ja so B-Sachen irgendwie. Und naja, auf jeden Fall patriotischer geht's hier kaum, ne? Stars and Stripes im Schriftzug und hier noch, ne, das Maskottchen von der USA, sag ich mal. Bin gespannt und hab, ne, der hat mir auch einen super Preis gemacht, konnte ich nicht nein sagen. Und ja, was ich auch noch sehr, sehr nett finde, dann habe ich mir hier noch Vampire Nation ausgesucht. Weil hier, ich muss noch mal gucken, weil ich verwechsel sie immer. Das ist heute eine Guckrunde. Daniel Harris hier mitmacht. Und ja, er, der gute Micha, war schon so nett und hat mir den in eine schwarze Blu-ray-Hülle gepackt. Und ja, bin ich mal gespannt auf den Film. Der kommt hier auch ungekürzt daher mit der FSK 18 Freigabe. Der ist hier von Splendid. Hier gibt es auch einen zweiten Teil. Da habe ich aber irgendwie gar keine Ahnung von. Also von dem zweiten Teil. Also hiervon habe ich auch keine Ahnung, aber der interessiert mich halt. Weil der soll wohl gar nicht mal so schlecht sein. Und ja. Vielleicht könnt ihr mir auch was mir zu und zu den anderen Filmen was sagen. Und ja, sieht auch auf jeden Fall mit der schwarzen Hülle, sieht das mal wieder richtig top aus. Und ja, gewendet hat er mir das auch schon. So, hier ist nochmal die Rückseite. Und ja, sieht auf jeden Fall auch ein bisschen postapokalyptisch aus. Und bin mal gespannt, wer ist denn hier noch die Hauptrolle?
Connor Paolo und Nick Damici. Nee, sagt mir beides nichts. Naja, egal. Vampire Nation, Vampirnation. So, das war's. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, lieber Micha, für, ja, für die super Ware, Top-Angebot, top verpackt. Gerne wieder. Und ja, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt doch noch vor dem House of Horrors noch was dazugekommen ist. Und ja, umso mehr freut es mich für euch, dass ich euch das noch zeigen konnte. Und ja, wie gesagt, ich werde auf dem House of Horrors anwesend sein am Freitag und am Samstag. Am Samstag wahrscheinlich nicht mehr den ganzen Tag. Und ich bin auch schon mega, mega gespannt. Ich habe mir ein Kostüm-Fotoshoot gebucht mit dem Steve Dash aus Freitag der 13. Teil 2, wo er den Jason mit dem Jutesack auf dem Kopf verkörpert hat. Und ein Fotoshoot mit, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber Verne Troyer mit dem, ja, mit dem am meisten bekannt aus Mini-Me von Austin Powers. Finde ich mega genial, dass der Typ kommt. Und eigentlich hatte ich auch ein Fotoshoot gebucht mit Danielle Harris, aber die hat leider, leider abgesagt. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall auch ein paar Autogramme holen, das steht fest. Und ja, ich muss auch noch für einen Kumpel Autogramme besorgen und ja, werde da auf jeden Fall am Freitag richtig rumrödeln, denke ich mal. Und bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich fahre genau wie im April mit einem Kumpel dorthin. Hotelzimmer haben wir schon gebucht, wo quasi das Datum bekannt gegeben worden ist. Und ja, dazu werden noch andere Leute kommen. Also wir werden da bestimmt mit 10, 15 Mann oder so werden wir da unterwegs sein. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Leute, die wir endlich mal wieder treffen können. Ich bin gespannt, was ich da alles kaufen werde und was die anderen sich kaufen werden. Und auf Gespräche bin ich gespannt, auf Gespräche mit Händlern bin ich gespannt und auf die Stars sowieso. Ja, Vorfreude auf jeden Fall sehr, sehr groß bei mir. Und ja, ich werde hier um 10 Uhr abgeholt. Wie gesagt, mein Kumpel, mit dem ich da im Hotelzimmer habe. Es klingt ein bisschen falsch und naja. Der holt mich ab um 10 Uhr, was ich auch total toll finde. Und er kommt aus Bonn und ja, macht einen kleinen Abstecher, klingt auch wieder seltsam. Ja, nimmt eine Ausfahrt früher, sage ich mal, und sackt mich hier ein. Und dann fahren wir weiter nach Oberhausen. Von hier aus ist es ja nicht wirklich weit, 45 Minuten oder so. Und ja. Ich glaube, um 14 Uhr oder so können wir ins Hotel rein. Vorher gehen wir natürlich. Ich glaube, Eintritt ist diesmal sogar erst um 12, was auch nicht weiter schlimm ist. Ja, dann werden wir da 2 Stunden ein bisschen rumrödeln und dann vielleicht schnell ins Hotelzimmer gehen und die Sachen abladen schon mal. Und ja, dann geht's für den Rest des Tages ab in die Turbinenhalle. Wie gesagt, ich freue mich und ja, sobald ich wieder wohlbehalten zurück bin und nüchtern, werde ich dann auch so schnell wie möglich das Update-Video dazu drehen. Und wie gesagt, ich bin gespannt und ihr könnt es auch sein. Von daher macht's gut, euer Moviepicker. Ciao!